der Fremdling aus dem Osten. Am 13. März 1884 geschah etwas Gespenstliches in Berlin, ein Totengericht im Reichstag. Ein Mann, der seit 68 Tagen nicht mehr unter den Lebenden weilte, wurde dort in aller Öffentlichkeit vor den Abgeordneten und ausgewählten Zuhörern und Vertretern der Presse verurteilt, Eduard Lasker, Reichstagsabgeordneter. Der Rechtsanwalt und Politiker war am 5. Januar 1884 auf einer Reise durch die USA in New York verstorben. Jetzt, an diesem 13. Tag im März, hatte der Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck für die endgültige Abrechnung mit seinem Gegenspieler die Tribüne des Hohen Hauses gewählt. Bei den Zuhörern saß Baronin Hildegard von Spitzenberg, die enge Vertraute Bismarcks. Sie gehörte zu den Eingeweihten und wusste, heute wird der erst vor kurzem aus Friedrichshohn nach Berlin zurückgekehrte Fürst den Fall Lasker aufgreifen. Vor etwa einem Monat hatte die Baronin den Kanzler dort besucht. So hatte sie am 15. Februar 1884 in ihr Tagebuch eingetragen und sie war es gewohnt, fast täglich in ihr Tagebuch ihre Eintragungen zu erledigen. Bei ihrer Begegnung in Friedrichsruhe habe sie den Fürsten wohl und munter im Gespräch erlebt. Dann, so schrieb sie auf, erzählte er mit sichtlichem Behagen, wie er die Adresse des amerikanischen Kongresses wegen Laskers Tod, die er dem Reichstag übermitteln sollte, zurückgeschickt. Er habe ihr erklärt, allein dem Kaiser ein Verlesen des Beileidsschreibens im Reichstag zu empfehlen, käme einen Verstoß gegen seine eigene Überzeugung gleich, da er nach seiner 30-jährigen Erfahrung Lasker nicht für einen so großen Mann und Wohltäter des deutschen Volkes halten könnte. In dem von Bismarck verworfenen Dokument hieß es, das Haus der Repräsentanten hat mit tiefem Bedauern von dem Tode des hervorragenden deutschen Staatsmanns Eduard Lasker gehört. Sein Verlust wird nicht allein von dem Volke seiner Heimat betrauert, wo seine feste und standhafte Vertretung von und seine Hingebung an freisinnige und liberale Ideen wesentlich die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse dieses Volkes gefördert hat, sondern von den Freunden der Freiheit in der ganzen Welt. Bismarck hatte noch längst nicht das Ende seiner vorbereiteten Rede erreicht, als er sagte, er könne es den Amerikanern nicht übel nehmen, dass sie diese Beileidsadresse auf den Weg zu ihm brachten. Er sagte, sie haben es eben nicht gewusst, wer und was Herr Lasker war. Wer und was war Herr Lasker? Als habe die Staatsbürgerzeitung eine solche Kanzlerfrage vorausgeahnt, hieß es dort bereits am 4. Oktober 1876, Herr Lasker ist in der Tat ein Nationalunglück. Das Blatt beurteilte sein politisches Wirken, wie er nach dem Krieg mit Frankreich 1870-71 und der Gründung des Deutschen Reiches den Gründungsschwindel aufdeckte und in diesem Zusammenhang auch Beweise brachte, wie durch Drahtzieher im Handelsministerium Konzessionen zum Privatisieren der staatlichen Eisenbahnen nach Gunst oder Ungunst verteilt wurden. Und nun heißt es in der Zeitung weiter, kommt da der Mann aus dem Osten, Herr Eduard Lasker, und hält uns lange, lange Monologe darüber, dass er noch nie silberne Löffel gestohlen, dass er noch nie Halsabschneiderei und das Börsenspiel mit Aktien getrieben habe und wir, dummen, ehrlichen Germanen, fallen vor dem Fremdling aus dem Osten in die Knie und beteten ihn an wie den Messias des 19. Jahrhunderts. Der Fremdling aus dem Osten kam aus der Kreisstadt Jarocin im preußischen Regierungsbezirk Posen. Dort erblickte er am 14. Oktober 1829
das Licht der Welt. Sein Vater Daniel Lasker gehörte zu den angesehenen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde.